Es war natürlich, wenn Sie sich die Landkarte von Europa vorstellen, war da die Flucht gar nicht so leicht. Wenn du hier gesessen bist, bist du 1938, im März 1938 schon ziemlich in einer Mausefalle gesessen. In Italien war Mussolini an der Macht, ein Verbündeter der deutschen Nationalsozialisten. In Ungarn war der Rechtsverweser Horthy, der starke Mann, der ebenfalls mit Hitler kooperiert hat, ebenso wie die Slowakei. In die Sowjetunion, die ein Stück weiter im Osten hatte, ja bekanntlich einen Nicht-Angriffspakt und einen Vertrag mit den Nazis abgeschlossen, und die haben tatsächlich auch Flüchtlinge zurückgeschickt, von denen sie genau gewusst haben, dass sie umgebracht werden. Darunter übrigens den Gründer der österreichischen Kommunistischen Partei, Franz Koritschoner, der ist geflohen vor den Nazis 1938 in die Sowjetunion und ist dann ausgeliefert worden an die Gestapo und natürlich umgebracht worden. Also das war auch kein sicherer Fluchtort, die Sowjetunion. Gut, aber Deutschland. Dänemark war ebenfalls besetzt, Norwegen dann etwas später auch besetzt. Es blieb eigentlich für die Flucht nur der Westen Europas über. Der Osten war mehr oder weniger zu und war kein Fluchtort mehr. Die Tschechoslowakei war ebenfalls ab 1938 teilweise und ab 1939 dann ganz besetzt von den Nazis. Es blieb eigentlich nur noch der Westen, und dorthin haben sich die meisten Leute auch geflüchtet. In der großen Hoffnung, dass der Westen Europas unbesetzt bleibt, dass sich Frankreich verteidigen kann, wenn Deutschland wieder angreift, so wie 1914. Und das auch England hält, und die meisten wollten natürlich weg, zum Beispiel, wo es noch ein bisschen sicherer ist, zum Beispiel in die USA. Aber die USA hatten seit den 1920er Jahren ganz strikte Einwanderungsquoten. Die hatten Einwanderungsquoten und sie haben das durchgehalten bis zum Ende des Kriegs, egal ob da jetzt die Nazis die Juden umgebracht haben oder nicht. Die haben das durchgehalten. Die USA wiesen im Jahr, haben eine Quote gehabt für Deutschland und Österreich gemeinsam, von 27.000 Menschen. Also wie gesagt, 27.000 Leute können pro Jahr aus diesen beiden Ländern zu uns kommen, nicht mehr. Jetzt müssen Sie sich, 27.000 klingt vielleicht recht viel, wenn man sich die Zahl so vorstellt. Nur Sie müssen sich jetzt einmal die USA vorstellen, ja, die damals wahrscheinlich auch schon 150, 200 Millionen Einwohner gehabt haben. Also diese 27.000 ist gar nichts für so ein gewaltiges Land. Aber dort war die Stimmung nicht so viel anders, wie sie heute bei uns ist. Und bei allem, was ich Ihnen heute erzähle, denken Sie bitte immer auch die Situation bei uns mit ein bisschen. Ja? Und dann sehen Sie auch die Ähnlichkeiten. Jetzt alle ziehen nach Süden und sind verzweifelt. Und bevor zwei Autoren, gehen in allerletzter Sekunde, bevor sie aus der Stadt flüchten, noch auf ein Postamt und setzen ein Telegramm ab. Und sie richten dieses Telegramm an den damals berühmtesten deutschsprachigen Schriftsteller überhaupt, das war Thomas Mann. Lieber Thomas Mann, bitte unternehmt was, holt uns hier raus, wir flüchten gerade alle in den Süden. Die gesamte Elite der Literatur, der deutschsprachigen Literatur, Alfred Döblin, der Heinrich Mann, das hat Thomas Mann auch hingewusst, dass sein Bruder Heinrich Mann dabei ist, sein Sohn Golo Mann war dort, Lierenfeucht war, also alles, was rang, Mahler, Max Ernst, Marc Chagall, André Breton, also alles, was rang und Namen hatte, ist da im Süden von Frankreich gesessen und wollte raus, und es ging kein Schiff mehr. Im Süden, in Marseille, spielen sich inzwischen furchtbare Szenen ab. Alle wollen raus und alle wollen Papiere. Und es ist fast unmöglich, die zu bekommen. Denn man braucht, um da rauszukommen, folgende Papiere. Man braucht ein Ausreisevisum aus Frankreich, ein Einreisevisum für Spanien, ein Durchreisevisum für Spanien, ein Einreisevisum für Portugal, das man aber nur bekommt, wenn man eine Schiffskarte vorweisen kann, mit einem Visum für einen Drittstaat. Und die Schiffskarte muss auch schon in Dollar bezahlt sein. Also es sind Bedingungen, für die ein Flüchtling, wo soll denn der das alles herhaben, kaum erfüllen kann. Noch dazu haben diese Papiere alle nur eine bestimmte Gültigkeitsdauer. Also wenn man das Letzte hat, ist das Erste schon wieder abgelaufen. Ne?
Dazu sitzen auch in den französischen Behörden jetzt schon überall die Gestapo-Beamten und schauen den französischen Beamten in Südfrankreich über die Schulter. Und sie finden, und jemand schlägt vor, da gibt es doch diesen Journalisten, immer die Journalisten, Marion Fry. Marion Fry war ein 30-jähriger freier Journalist, der kurz vorher im Auftrag der New York Times Nazi-Deutschland bereist hat und sich ein bisschen ausgekannt hat, was da in Europa so los ist. Und der Bill Spira macht dem wirklich also hunderte solcher Pässe hat der Marion Fry 2000 Leute rausgebracht, letztlich daran sage ich nochmal gleich vorweg. So bringt Marion Fry Leute raus, die vielleicht nicht ganz so prominent sind. Die ganz prominent sind, da gibt es ein Riesenproblem. Denn da kann man überhaupt kein offizielles, kein Ausreisedokument beschaffen, weil die kennt jeder. Ja? Da ist die Gestapo, auf die lauert die Gestapo. Und diese Leute bringt Marion Fry auf einem alten Saumpfad über die Pyrenäen. Danke Ihnen jedenfalls herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich habe nicht zu lange geredet, ich habe nicht auf die Uhr geschaut.